Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Minecraft Lost. Und wie ihr seht, ich halte hier diese Waffe. Ich habe nämlich herausgefunden, ist es euer Ernst? Ist das denn euer Ernst? Ja, ich musste hier gerade kurz was gucken wegen Kreativmodus. So. Denn. Ich weiß, wie man schießt. Das kann ich euch mal gern an etwas Lebendem zeigen. Da, guck mal, da hinten ist zum Beispiel eine Kuh. Komm, das zeige ich euch jetzt mal. Weil ich habe es endlich herausgefunden, wie man schießt. Mein Fehler war immer, ich habe einfach nicht geladen. Hallo Kuh. Hier oder auf die Reichweite, warte. Bam, bam. Okay, das war schlecht. Oh, guck mal, die lässt sogar Leder fallen. Und jetzt noch das Hühnchen. Boah, ey. Na. Ja, ist nämlich leer. Und da muss man halt immer das Magazin aufladen. But I found it out. I found it out. Ich habe es herausgefunden. Einfach so. Ja. Und deswegen bin ich nämlich nochmal Kreativmodus gegangen. Mein Fehler war die ganze Zeit auch im Kreativ, wo ich dachte, es gibt kein Schwarzpulver. Ja, richtig. Das ist der Fehler nämlich gewesen. Hier, warte. Nein. Das war nämlich die ganze Zeit mein Fehler. Denn es heißt nicht Schießpulver, sondern Schwarzpulver. Und das kriegen wir hin durch Feuerstein. Mit dem Zerstoßer. Habe ich auch herausgefunden. So, Zerstoßer. Und den machen wir mit diesen Sachen. Und ich sag mal, interessant ist er, sollten wir uns merken. Deswegen schreibe ich mir das einfach mal auf. Die Frage ist nur, wo? Das ist eine gute Frage. Das, von welcher Mod kommt denn das? Mechanismen. Ist das hier Mechanismen? Ja. Da habe ich zum Schluss was mit Stahl geschrieben. Deswegen schreibe ich hier mal auf. Zerstoßer. Weil ich denke, wir könnten viel da reinpacken zum Zerstoßen, um neue Sachen herzustellen. So, aber genug mit der Waffe gespielt. Das können wir hier reinpacken. Und auch das. Erde lasse ich mal. Wir sind dabei, unser Lager zu bauen. Ich weiß leider nicht mehr, was ich als letztes gemacht habe. Okay, hier ist nichts drin. Hier haben wir aber noch Schwarzeichenholz, auch noch eine Schaufel. Packe ich einfach erstmal mit ein. Leitern haben wir, die nehme ich sonst auch einfach mal. Erde brauchen wir nicht. Mal eben gucken. Ah, wir haben. Ah, doch, doch, doch. Jetzt weiß ich wieder, warum wir auch Erde hatten. Wir haben angefangen, hier den Boden zu machen. Und ich möchte heute eigentlich sehr gern das Lager beenden. Ich würde sagen, zuerst farmen wir mit dieser Spitzhacke noch Stein. Und in der Zeit, das habe ich mir nämlich so ein bisschen überlegt, möchte ich mal so ein paar Real-Life-Stories erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr unbedingt so dazu Lust habt. Keine Sorge, an die, zuhören und vielleicht sich jetzt angesprochen fühlen, den einzigen Namen, den ich vielleicht erwähnen werde, oder die zwei,
wären halt allerhöchstens Uwe, weil ihr ihn kennt, durch das Tippspiel, oder eben Pascal, oder eben andere, so wie zum Beispiel Thomas, Tobias, die ihr ja durch das Orakel kennt. Ansonsten werde ich irgendwie einfach nur sagen Mädchen oder Junge, weil das sonst irgendwie ein bisschen datenschutzmäßig ist. Und ich mag zwar vielleicht zu manchen, wenn ich hier Real-Life-Stories erzähle, keinen Kontakt mehr haben, aber trotzdem gehört sich das nicht und möchte ich das auch nicht, dass ich irgendwie dann hier Namen preisgebe. Und ja, also die erste Geschichte, die ich euch gern erzählen würde, ist letztendlich, ja, ich sag mal, das zieht sich über viele Jahre hinweg, das Thema. Und zwar nenne ich es jetzt einfach mal das typische Verlieben in einer Freundschaft. Ich finde sowas schlimm. Auch wenn mir sowas schon, ich sag mal, wirklich 2-3 Mal passiert ist, muss ich auch eingestehen, aber manchmal ist es wirklich so, dass entweder sich ein Mädchen in der Freundschaft in den Jungen verliebt oder der Junge sich in Mädchen. Und das ist halt bei mir der Fall gewesen. 3 Mal. Aber nur ein einziges Mal, muss ich auch zugeben, nur ein einziges Mal hat es sich richtig angefühlt. Das Ding war letztendlich, ich habe es ihr nicht gesagt. Also erst nicht, sondern erst irgendwann später, denn zu dem Zeitpunkt, wo ich es hier eigentlich sagen wollte, ist mit einem anderen guten Freund, wo sie eigentlich genau die gleiche Einstellung hatte, zusammengekommen. Und seitdem hatten wir auch keinen Kontakt mehr. Also ich sag mal, nicht mehr so groß, man hat sich vielleicht nochmal so gesehen, dann habe ich es ihr irgendwann gesagt. Ich sag mal, bis dahin ging zwar noch der Kontakt, aber sie hat sich dann nie richtig gemeldet und man kann nichts für Gefühle. Das ist einfach so. Aber was ich dann so schlimm daran finde, ist einfach, klar, auch wenn man verliebt ist und es ist dann schwierig für einen, also für den, der verliebt ist, aber man möchte die Vergewissheit, du, ich weiß, es war vielleicht für dich schwer, es mir zu sagen, aber lass uns weiterhin Freunde bleiben. Diesen Satz habe ich in den letzten 3 Jahren, wo man keinen Kontakt hatte, nie gehört. Man hat sich mal gesehen und irgendwie hat man danach noch geschrieben und das eskalierte irgendwie auch noch zum Streit. Und ja, und nur durch einen Bekannten, der mir irgendwie mal ein bisschen was da gesagt hat, wusste ich, dass sie nicht mehr mit ihrem anderen, ich sag mal, besten Freund oder Kumpel nicht mehr zusammen ist. Es hat mich gefreut. Das klingt vielleicht schadenfroh, aber der Unterschied ist einfach, ich war so gut mit ihr befreundet. Richtig gut befreundet. Ich werde den Stein hier schon mal benutzen hierfür. Für die Ebene. Nee, aber oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Fuck. Fuck, 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 fuck. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Also ich weiß nur, dass ich jetzt da war. Wir waren viele Jahre befreundet. Und ich finde es einfach schlimm, wie es, wow, kann ich jetzt gerade nicht abbauen, wie es einfach auseinanderging. Ich glaube, ich kenne sie 6 Jahre. Ich glaube, das kommt ganz gut hin.